One way, no limit. So, meine Lieben, also aus und vorbei. Genau, Schluss, finito. Alle Videos weg. Ihr habt euch vielleicht gewundert, aber das ist die Quittung dafür. Nämlich eigentlich zum letzten Video, zu ein paar Kommentaren drunter von Markus, du zockst ja alle ab und geht ja nur um deine Firma da im Hintergrund. Ja, hier im Hintergrund gar nichts mehr drin, habe ich alles rausgenommen. Und dieses Video mache ich nur deshalb, um einfach mal eines klarzustellen. Clowns TV for free, nochmal, Clowns TV for free gibt es hier nie. Ja, und damit das klar steht, habe ich alles rausgenommen. Von wegen, ich zocke ab, weil brauche ich dieses Geld, weil mache ich diese Sachen ja, weil will ich mich reden hören. Ist ja so wichtig, dass ich mich reden höre. Leute, ich habe Arbeit ohne Ende. Und habe ich diese Videos gemacht von Mensch zu Mensch. Nicht rechts, nicht links, nicht Mitte, nicht grün, nicht blau, nicht rot, nicht schwarz. Haben wir alle Farben durch, haben wir den ganzen Mist auch alles durch. Nein, habe ich das gemacht von Mensch zu Mensch. Und im Hintergrund hat mein kleines, feines Team, ja, ist ein kleines Team, aber ein feines Team, der Mick, der Thomas und der Bernd, die Webseite schon vorbereitet. Und zwar Homini, lateinisch für Mensch, haben wir schon vorbereitet. Für die Schwerpunkte Depressionen und was man dagegen machen kann, vorbeugend, wie auch wenn man sie hat. Zweites Thema sexueller Missbrauch mit dem Chris, wo wir auch wirklich schon viel bewirkt haben, auch für ihn selber ein Riesenfaktor war, wie ein Lauffeuer losgegangen ist und er so dankbar ist für das Ganze. Und dann eventuell als dritte Schiene, vielleicht die GZ-Geschichte noch. Vielleicht, ja. Mensch zu Mensch. Und das war's. So, das habe ich eingestellt. Das ruht. Weil jetzt liegt es an euch. Nicht bloß Kommentare schreiben. Und ja, so, Markus, du hast ja keine Ahnung, du... Okay, habe ich keine Ahnung, ist alles rausgenommen, warum dann jetzt die Beschwerden? Warum die Beschwerden? Ist alles weg, ist doch alles gut. Wenn ihr wollt, dass das weitergeht, dass ich weiterhin mit meinem Namen dafür stehe, was ich sage, rausgehe und nicht sage, ja bitte, bitte spenden, weil will ich da und da hinfahren, weil... Ah, spende bitte gleich nochmal, weil habe ich eigentlich gedacht, ich könnte. Ach, kann ich doch nicht. Ah, ich zahle vielleicht zurück. Kommt euch das bekannt vor? Ich habe bei mir noch nicht einmal gehört, dass ich verlange von irgendjemand, spendet mir was. Nein, mache ich selber. Aber kriege ich Kritik dran, dass da im Hintergrund vielleicht ein Werbeplakat drin ist und dass ich mir vielleicht erlaube, zu meiner Firma was zu sagen. So Leute, hier www.metabolx.de, meine Firma, meine Produkte, meine Leistungen. Ich arbeite und meine Leistung verrechne ich. Und wem das nicht passt in seiner kranken Welt da droben, weil ich keine Spenden nehme für wow, super Aktionen, bin ich der Held der Nation. Einfach mal ein bisschen überlegen. Genau das habe ich gemacht. Ich habe nichts weiter gemacht als den Verzerrspiegel nach außen geführt. Das, was ich im Coaching auch mache. Darlegen, was ist Fremdbild, was ist Eigenbild. Das habe ich dargelegt, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden beleidigt. Auch wenn manche Leute nicht in der Lage sind, 30 Minuten Video auch wirklich anzuschauen und alle Mosaiksteine zusammenzusetzen. Nein, selektive Wahrnehmung. Erstens gehört, boah, der hat was gesagt, der ist dagegen. Das ist unsere Krankheit im ganzen System draußen. Ich habe nur eines gemacht. Ich habe auf meinem Sportchannel etwas von mir als Menschen gebracht, weil ich den Leuten zeigen wollte, wie ich als Mensch auch bin. Weil bin ich Mensch und dann bin ich Sportler. Aber erst bin ich Mensch und dann bin ich Sportler. So. Das war ein Fehler, weil habe ich alles verquickt. Das hat mich richtig Asche gekostet, richtig Kohle, weil ich Kunden verloren habe, die gesagt haben, Markus, konzentriere dich auf dein Kerngeschäft, der Rest interessiert mich nicht. Mach privat, was du lustig bist, aber lass das raus. So, und genau das habe ich gemacht. Ich habe einen Schnitt gemacht. Das eine ist privat. Weiß ich nicht, ob ich das weitermache. Eigentlich gar keine Lust, weil brauche ich das nicht? Vielleicht zur Erklärung. Aufgaben, die nicht gelöst werden, das sind Probleme. So, die Leute, die Probleme draußen haben, haben die Fähigkeit, nicht die Aufgaben zu lösen. Ich habe momentan keine Probleme, wo ich sagen muss, bin ich nicht in der Lage, die Aufgaben zu lösen. Für was mache ich das? Für mich mache ich es nicht. Brauche ich das? Ah, die paar Euro, die bei YouTube rausschauen. Ah, Leute, Betriebswirtschaft. Stunden, Allgemeinkosten, Endergebnis. Einfach ein bisschen überlegen. Solche Kommentare zu schreiben, zeigt doch nur, mit wem ich es eigentlich zu tun habe, der meine Videos anschaut. Glaubt ihr wirklich, dass ich die Leute brauche, um Clowns TV for free zu machen? Nochmal, vielleicht hat es der eine nicht verstanden. Clowns TV for free.
Also für irgendwelche Kasperl da draußen einen Entertainer zu spielen. Für was? Für Aufrufzahlen und eine brutale Summe, die mit dem Schubkarren wegfahren kann, weil Google mir so wahnsinnig viel Geld bezahlt. Leute, einfach nur Banane. Total Banane. Deshalb ist der Staat also völlig ruiniert, weil der Staat nur noch aus solchen Leuten besteht anscheinend. Also, wenn ihr wollt, dass mein Content von Mensch zu Mensch weitergeht, gibt es den hier gar nicht mehr. Aber ich habe einen Kanal gegründet, weil vielleicht muss ich das tatsächlich machen, weil vielleicht stehe ich sozial auch irgendwo ein bisschen in der Mitverantwortung, durchaus möglich. Dann gibt es aber auf dem neuen Kanal und der neue Kanal ist unten verlinkt. Heißt momentan noch, unglückseligerweise, auch Homini wie die Webseite. Ja, die Webseite haben wir uns ausgesucht, weil der Name sehr gut passt, da haben wir vielleicht vorher nicht geschaut, ob auch ein Kanal so genannt werden kann. Bei YouTube gibt es Homini schon zigmal, habe ich gesehen. Naja, ist halt leider jetzt so, werden wir den Kanal vielleicht später umnennen, falls der überhaupt ans Laufen geht. Und genau das liegt jetzt an euch. Ihr seid jetzt gefragt. Wer will, dass ich auf dem anderen Kanal das weitermache, was ich bisher gemacht habe? Oder, unten drunter hier unter das Video und die Kommentare, auch vielleicht in einer anderen Form. Ja? Der kann mir ein Abo geben auf dem Kanal. Und dann schauen wir mal, wie viel Abos das von dem Kanal, One Way No Limit, in den anderen Kanal transferieren. Schauen wir mal. Also meine Lieben, wer möchte, dass ich das weitermache, ich kann es in dem Umfang nicht mehr machen, mache ich auch nicht mehr, aber einmal in der Woche ein Video zu einem Thema, was die Leute draußen auch haben wollen. Ich denke nur zu diesem Schwerpunkt Depressionen, sexueller Missbrauch und vielleicht zu dem Thema GEZ. Das ist eigentlich das, was uns momentan vorschwebt. Depressionsgeschichte mache ich auch beruflich, da bringe ich also einen Teil gratis mit dazu, bringe also auch einen Teil gratis Informationen aus meinem beruflichen für die Community und das kann man dann so tun. Aber nicht Clowns TV for free. Das ist einfach nur Quatsch. Also meine Lieben, unten drunter in der Box schauen, das Video bleibt eine Zeit lang drin, nicht so lange. Dann gibt es nur noch ein Video auf dem anderen Channel, weil dieser Channel hier, One Way No Limit, ist nur noch Sport. Punkt. Wenn die Abos weggehen, Leute, dann gehen die Abos weg. Ob die da sind oder weggehen, spielt gar keine Rolle. Also, One Way, No Limit. Und bin ich gespannt, ob wir es auf dem anderen Kanal sehen. Also, meine Lieben, ich sage Danke und auf Wiedersehen.